Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Mod-Vorstellung für Transport Fever 2. Wieder was vom guten SM1, hatte ja gesagt in dem Video zu seinen Verkehrsinseln. Lange keine Mod mehr von ihm vorgestellt, heute sind es gleich zwei. Ja, er hat noch eine richtig tolle Tankstelle rausgebracht, die gleichzeitig als Güterabladestelle fungiert, also die hat sogar eine Funktion, aber in dem Pack ist die Tankstelle dann auch noch mal als Asset enthalten. Da könnt ihr dann auch noch mal frei platzieren ohne Funktion. Link gibt es natürlich wie gehabt immer unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die Mod downloaden, wenn ihr das nicht schon getan habt. Ich glaube, schon 3 Tage her, dass die Tankstelle veröffentlicht wurde. Habe ich heute erst entdeckt, aber dachte mir, das kannst du doch noch mal vorstellen. Lieben Dank natürlich an den guten SM1. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ja, ich habe hier ein Spielchen geladen, das war noch von der Mod-Vorstellung hier, von diesen super Containerhäfen. Und dann würde ich sagen, nutzen wir doch gleich die LKW-Linien hier, um uns das Ganze mal anzuschauen. Zu finden ist die funktionale Variante natürlich unter Gebäude und dann hier Güter. Und da haben wir hier die LKW-Entladestelle und die Tankstelle gibt es hier in 2 Varianten. Einmal als Express, dann steht dann da Express dran und dann Minol. Ich glaube, Minol war eine Mineralölfirma aus der ehemaligen DDR. Könnte mich aber auch täuschen. Und ja, gibt es hier in 2 Varianten. Welche ihr nehmen wollt, ist euch überlassen. Aber dann platziert ihr die einfach hier. Und wenn ihr draufklickt, seht ihr dann auch, wie bei der normalen Entladestelle, den Einzugsbereich. Und hier können eure LKWs dann hinfahren und, ja, wunderbar Güter entladen. Machen wir doch gleich mal. Nehmen wir mal die Linie. So, von der 1 zur 2. Dann machen wir die 2 weg und lassen ihn hier entfahren und gucken uns das Ganze mal an. Sprungen wir mal ein wenig vor, damit wir nicht so lange warten müssen. Ich hoffe, der LKW passt da überhaupt drunter. Schön finde ich halt auch, dass das dann so, ne, ja, ist ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unrealistisch, aber natürlich eine Tankstelle mitten auf der Straße macht natürlich wenig Sinn. Aber hier im Spiel alles gut. So, und dann kommt der LKW. Der passt da auch drunter. Wunderbar. Hält an. Ja, oder auch nicht. Hat er keinen Bock gehabt. Oder hält auf dem Rückweg an. Oder hält er nicht an, weil ich gerade die... Nee, er hält auf dem Rückweg an. Alles gut. Na, ihr seht, das funktioniert alles wunderbar. Auch das Gebäude ist jetzt nicht die hochauflösendste Variante. Auch die Zapfsäulen, aber es erfüllt seinen Zweck. Und ich finde, das Ganze ist schon so wunderbar. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte natürlich keine Baumwolle vom Ingo setzen, sondern hier den Dreck. Weil hier guckt nämlich das Gras noch durch. Müsste ein bisschen mahlen, aber dann geht das. Ja, hier noch einen schönen Treppenaufgang. Hier unten auch noch eine Tür. Das Ganze Doppelstock-Tankstelle. Unten der Laden und ich denke, hier oben sind dann ja, Büroräume bzw. Aufenthaltsräume für das Personal. Die LKWs passen jetzt natürlich nicht. Da nimmt man dann natürlich eher LKWs, die auch Flüssigkeiten transportieren können. Aber auch das ist ein Spiel, das sage ich oft genug. Ja, gibt dann immer wieder Leute, die jetzt, wenn ich jetzt das Ganze im Schönbau so benutzen würde, die dann sagen würden, ah, warum hält der LKW da? Er tankt halt. Ja. Schön. Und wie gesagt, das Ganze hier auch nochmal als Assets. Hier bei Tankstelle, da haben wir hier Tankstelle Express komplett als Asset. Genauso wie die Minol-Variante, das ist dann baugleich mit der Entladestelle. Und dann haben wir hier noch die Preisanzeigen. Einmal Express, was kostet denn der Liter? Super, 1 Euro. Also das ist ja, ne, das sind Spritpreise, die hatten wir wahrscheinlich mal vor 20 Jahren. Wenn überhaupt. Also, das ist nicht schlecht. Dann haben wir hier noch das Wäschegebäude. Nochmal separat, also wo ihr euer Auto waschen könnt. Dann haben wir hier einfach nur Nebengebäude. Da fehlt dann der Schriftzug Wäsche. Und dann noch die Minol-Preisanzeige. Na, da stimmen die Preise schon eher. Schön. Ja.
kleine, aber feine Mod. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas noch gibt. Ich habe, bevor ich das Video aufgenommen habe, ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, es gibt keine weitere Mod, soweit mir bekannt ist, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die als Güterentladehaltestelle fungiert. Nö, mir zumindest nichts bekannt. Also jetzt nicht wie von SM1 hier, ich weiß gar nicht, da habe ich nichts installiert. Umgebaute Industrien, wo dann die LKWs was entladen können, sondern wirklich nur so eine Entladestelle, die hier, da steht es auch nochmal, dass das Beladen von Gütern ist hier nicht möglich, die also wirklich nur als Entladestelle fungiert. Ich glaube, da gibt es nichts. Naja, okay. Wie gesagt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich wünsche euch viel Spaß damit und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.